Jetzt geht's weiter mit Salut. Und zwar hier diese Single-Salut-Shots von Pyroland. Erst ein Schuss, dann die Dreier und dann die Siebener. Nein. So, jetzt machen wir gleich weiter mit den Pyroland Dreiern. Also drei Schuss auf Schlag Salut. So, weiter geht es mit Salut und zwar die Single Shots von Pyromax. So, und jetzt noch einen einzelnen hinterher. Jetzt machen wir mal Folgendes, und zwar die Cracklingbälle. Einen schönen Kreis. So, jetzt geht's weiter mit diesem schönen Kreis. Und wir machen gleich weiter mit Salut. Jetzt gibt's die. Oh, ein Pyromax habe ich noch. Und die Screaming Salut von Funke. Als erstes den Pyromax. Jetzt ein Screaming, Screamshot und dann drei Stück auf Schlag. So, jetzt machen wir weiter mit den Moskitos. So, und jetzt diese Moskitos auf Schlag.
Jetzt machen wir weiter mit einem Pyroland-Salut. Habt ihr vorhin schon gesehen, den 1er und den 3er und jetzt 7 auf Schlag. Machen wir weiter mit den Nico Paketcrackern. Jetzt die Nico Paketcracker auf Schlag. Und ich würde sagen, gleich noch die Nico China Knarrer. Jetzt gibt es einen kleinen Kreis aus dem roten Corsair. Der vorletzte Artikel ist hier Weco Flashbang. Mache ich wieder ein und ein paar auf Schlag. Und dann am Schluss gibt es nochmal richtig was auf die Ohren. Und zwar hier diesen Pyroland 7er Salut im Totenkopf-Design. BKS 7 von Pyroland. Jetzt gibt es ein Flashbang von Lidl. Dann nochmal 5 Stück und nochmal 4 Stück. Und dann den BKS 7 von Pyroland. Und jetzt Leute, jetzt wird es nochmal richtig, richtig heftig. BKS 7 von Pyroland. Sozusagen als Abschluss. Das nenne ich doch mal eine richtig feine Böllerei. Also, und diese Pyroland-Teile, die sind unglaublich Wahnsinn, ob 1er, 3er oder 7er. Unfassbar heftig, unfassbar. Ich würde sagen, fast noch besser als die Gao Hammer Single Shot.